Du liebst die Nordsee, weißt, wie wichtig all unsere Meere sind und willst sie schützen? Vor Plastikmüll zum Beispiel, denn davon gibt's immer noch viel zu viel. Gotback, eine Firma aus Mainz, kümmert sich darum, dass das Zeug eingesammelt wird. Nicht hier, sondern in Indonesien. Da ist das Problem noch viel größer und da landet auch so mancher Plastikmüll aus Europa. Bei Cleanups haben sie dort inzwischen 1 Million Kilo Plastik eingesammelt und so dem Meer etwas Gutes getan. Was machen die von Gotback mit dem eingesammelten Zeug? Ocean Impact Plastic nennen sie das. Sie verwerten es, machen daraus richtig coole Sachen. Rucksäcke, Koffer, Taschen, stylisch und total angesagt. Damit unterwegs zu sein, ist ein Statement. Gotback, weltweit der erste Rucksack, der aus Ocean Impact Plastic hergestellt ist. Guck dir gleich mal die Kollektion an. www.got-bag.com. Mit dem Code Nordsee10 bekommst du zurzeit 10% Rabatt. Dann bist du stylisch unterwegs und unsere Meere freuen sich. Das war Werbung. Und jetzt geht's direkt zum Nordsee-Podcast. Moin, Herr Brütt. Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Feening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der ich euch mitnehme auf den Meeresboden und an einen Ort, an dem die Post noch heute mit der Kutsche über Meeresboden zugestellt wird. Es geht nach Cuxhaven, da ist Jan Brütt zu Hause. Und seine Familie betreibt seit Generationen die Wattenpost und liefert Briefe und Pakete zur kleinen Insel Neuwerk, die dort vor Cuxhaven im Watt liegt. Neuwerk gehört eigentlich zu Hamburg. Ja, aber die Familie von Jan Brütt ist seit Generationen dafür zuständig, dass die Einwohnerinnen und Einwohner mit Post versorgt werden. Das macht er das ganze Jahr hindurch. Jetzt im Winter fährt er 2-mal die Woche mit der Kutsche rüber. Im Sommerhalbjahr fährt er täglich auf die Insel Neuwerk, denn das ist ein echtes Touristenhighlight. Es gibt diese hohen Wattwagen, mit denen man dann auf die Insel fährt, über den Meeresboden durch 2 Priele hindurch. Und dann später wieder mit dem Wattwagen zurück oder aber, wenn das Wasser wieder da ist, mit der Fähre zurück. Das ist ein echtes norddeutsches Erlebnis. Diese Touristenfahrten, die finden jetzt im Winter nicht statt. Jetzt ist er nur mit der Post unterwegs. Aber das kann Jan Brütt alles viel besser erzählen. Moin, Herr Brütt. Moin. Wann waren Sie denn zuletzt am Meer oder auf dem Meeresboden? Also gar nicht so lange her. Wir fahren jetzt im Winter ja noch die Post nach Neuwerk. Mit Pferd und Wagen, mit den Touristen ist es seit Ende der Herbstferien vorbei. Nun werden wir nur noch Versorgungsfahrten gefahren, 1 bis 2-mal die Woche. Immer über den Meeresboden Pakete und Briefe hin zu den Insulanern, zu den Neuwerkern, nach Hamburg. Ja, richtig. Neuwerk ist ein Stadtteil von Hamburg, obwohl Hamburg über 100 Kilometer entfernt ist. Verwaltungsmäßig Bezirksamt Hamburg-Mitte. Ja, so eine kleine Enklave im Wattenmeer, ne? Wie kommt das, dass Sie dafür zuständig sind, die Post darüber zu fahren? Das ist schon lange. Ja, das ist seit 1880 ist es offiziell in unserer Familie, dass die Post hier vom Festland nach Neuwerk gebracht wurde. Mein Urgroßvater, der fing damit an, der Peter Brütt. Und so ist es immer vom Vater auf den Sohn weitergegangen. Mhm. Und ja, bei Kleinem macht es mein Sohn, der ist jetzt schon die 7. Generation. Wow. Ja. Wie groß war eigentlich damals Neuwerk, als Ihr Urgroßvater damit anfing? Lebten damals mehr Menschen auf der Insel? Ich meine, jetzt wohnen da noch 20 Neuwerker, wenn ich richtig informiert bin. Ja, früher so vor 100, 150 Jahren, da haben die Leute vom Fischfang, von der Landwirtschaft gelebt. Und na, da war die Mechanisierung in der Landwirtschaft ja noch lange nicht so wie jetzt. Da hat man viel so mit Manpower gemacht. Und ja, da haben teilweise 80, 90 Leute auf Neuwerk gewohnt. Na. Wow. Ja. Ja. Na, und jetzt 25, die festgemeldet sind.
Dann hatte damals ja die Post auch noch eine ganz andere Bedeutung, weil Sie oder Ihre Vorfahren stellten die Verbindung zur Außenwelt dar. Ich meine, heute ist auch Neuwerk ans Netz angeschlossen. Es gibt Internet, es gibt E-Mails. Da sind Briefe und Pakete nicht mehr so wichtig. Aber im Prinzip war ja die Wattenpost lebenswichtig für die Neuwerker. Ja, ich meine, das hatte natürlich einen anderen Stellenwert als heutzutage. Das war früher wirklich so eine Verbindung zum Festland, die Post. Ne? Mhm. Es wurden dann nicht nur Pakete und Waren gefahren, sondern es wurde, das kenne ich auch noch, wurde mal geschnackt und was gibt's Neues drüben in Cuxhaven und so eine Sachen dann. Ne? Das war früher eben eine andere Geschichte und da wurden noch mal Lebensmittel gebracht oder auch mal ein Handwerker mit rübergebracht, was so gebraucht wurde. Ist heutzutage teilweise auch noch so. Wir fahren jetzt morgen früh wieder rüber und dann wird ein Heizungsmonteur auf Neuwerk gebraucht. Ein Schiff fährt nicht mehr, also wird immer im Wattwagen rübergefahren. Hui, aber der kann nicht während einer Tide die Heizung reparieren. Der muss dann bis übermorgen da bleiben, oder? Ja, entweder bleibt er über Nacht da, aber er hat sich eigentlich vorgenommen, wir bleiben eine Stunde auf Neuwerk, um eben vor dem auflaufenden Wasser wieder zurückzukommen. Also er hat sich eigentlich vorgenommen, die Sache in der Stunde zu schaffen. Ich meine, ich weiß ja nun auch nicht, was er dazu machen hat, aber er wollte eigentlich am gleichen Tag wieder mit zurück. Das heißt, also jetzt mal für alle Landnasen, die sich das gar nicht so wirklich vorstellen, Sie fahren nicht zweimal die Woche morgens um 8 rüber nach Neuwerk, sondern Sie sind abhängig vom Niedrigwasser und das ist ja nun mal Tag zu Tag ein bisschen verschoben. Ja, ja. Das kann also durchaus sein, dass wir morgens um 6 losfahren müssen. Und kann auch mal sein, abends um 16.30 Uhr, 17 Uhr, wobei jetzt im Winter, da kann man abends nicht mehr so spät losfahren, also im Dunkeln fahren wir nicht rüber. Mhm. Man muss schon so ein bisschen Tageslicht haben, dann, wir müssen mit Pferd und Wagen die Spur halten, man kann also nicht einfach quer rüberfahren und sagen so, mit dem Kompass, da ist noch Werk, da fahre ich hin. Man muss sich dem Verlauf der Priele anpassen und so eine Geschichte, ne? Genau, es gibt mehrere Priele, durch die Sie durch müssen und die sind ja tatsächlich immer mal wieder Gegenstand der Berichterstattung, weil es gar nicht so einfach ist oder zwischenzeitlich gar nicht so einfach war, mit Pferd und Wagen hindurchzukommen. Ne? Aber alles verändert sich. Wie ist jetzt die aktuelle Situation? Ja, also die Veränderung im Wald, das ist eigentlich eine ganz normale Geschichte. Die letzten 3 Jahre, da war es extrem, da haben sich die Priele sehr stark verändert. Das war teilweise 2-3 Kilometer Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr. Echt? Also die Bewegung im Watt, die hat sich die letzte Zeit verstärkt. Na, also ich sage mal, der Weg nach Neuwerk ist ja nun keine asphaltierte Route, sondern das ist Natur. Die Priele verlagern sich, der Lauf der Priele. Es entstehen neue Sandbänke, Muschelbänke und so wird der Weg auch jedes Jahr neu angepasst. Na, da muss man also schon ein offenes Auge haben dann. Na. Das heißt, Sie müssen immer genau gucken, wo geht es jetzt? Genau, genau. Warum ist da so viel Veränderung drin? Ja, also ich denke mal, das wird auch teilweise ein bisschen mit der Elbvertiefung zu tun haben. Denn die Hauptpriele haben eine direkte Verbindung mit der Elbe. Und durch die Elbvertiefung ist die Strömungsgeschwindigkeit von Elbe und Flut in der Elbe sehr viel stärker geworden. Und das wird sich über die Priele hier auch in den Watten bemerkbar machen. Na, das Also nach meiner Meinung ist das eine hausgemachte Sache. Aber wie gesagt, der eine sagt so, der andere sagt so, das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Ne? Aber es ist immer noch so, dass Sie Neuwerk mit der Kutsche erreichen können. Wobei, es ist keine normale Kutsche, es ist ein Wattwagen und der hat schon mal eine stattliche Höhe, damit Sie durch die Priele hindurchkommen. Ne? Wie hoch sitzt man? Also die Fußböden der Wagen sind so etwa 1,20 Meter, 1,30 Meter hoch. Die Sitzfläche vielleicht nochmal so 40 Zentimeter Höhe. Also man hat schon einen guten Ausblick von da oben. Genau, man muss mit Leiter raufklettern. Ja, und gelb sind sie, weil es eben Postkutschen sind. Ja, genau. Wattenpost und gelb, ne, das hat dann so mit der Post zu tun. Ne? Ja. Mit wie vielen Pferden sind Sie jetzt im Winter unterwegs, wenn Sie rüberfahren? Also wir haben insgesamt 24 Pferde für die Saison im Sommer. Uiuiui. Da haben wir natürlich mehrere Wattwagen. Für den Winter, für den Postdienst haben wir mal 6 Pferde in Arbeit. Ne? Und da haben wir meistens so die älteren Pferde, dass die auch im Training bleiben, im Trott bleiben. Ne? Also 6 Pferde werden im Wechsel für den Postwagen angespannt. Ist das für die Pferde eigentlich anstrengend oder ist das einfach ihr Alltag? Ja, das ist Alltag. Okay, die Pferde wissen, was sie getan haben. Aber dass man jetzt sagt, die gehen bis ans Limit, das kann man lange nicht sagen. Einmal im Jahr werden die Wagen und auch die Pferde vom TÜV überprüft. Genau, das habe ich dieses Jahr gedreht. Das habe ich erlebt. Ja, genau. Das und dann, ne? Also da gibt es 2 Prüfer, der Kutschen-Sachverständige, der macht die technische Abnahme.
Und mal ein paar Tage später kommt das Veterinäramt und da werden die Pferde überprüft. Mhm. Einmal im Jahr kommen sie offiziell mit Anmeldung. Und so zwei, dreimal im Jahr, dann gucken die so mal so um die Ecke und sagen so, was ist eigentlich mit dem Schimmel und was ist denn, ne? Mhm. Also das wird hier schon alles kontrolliert. Und das, was wir machen, das ist so die Kategorie leichte bis mittelschwere Arbeit für die Pferde. Okay. Na? Und die müssen auch durch die Priele durch natürlich. Und da haben die ganz schön zu tun. Da stehen die richtig im Wasser, ne? Je nach Wasserstand. Ja, genau. Also die Priele sind teilweise bis zu 1,20 Meter, 1,30 Meter Wassertiefe kann man mit Pferd und Wagen durchfahren. Also da läuft den Pferden das also schon über den Bauch rüber. Mhm. Und ja, das sind vielleicht 30, 40 Meter, die jetzt durch den Priel gehen, wo es etwas schwerer zu ziehen ist. Aber so von der Kraftaufwendung würde ein Pferd alleine reichen, so einen Wagen zu ziehen. Okay. Das sind 8 Sitzer und so das Gewicht, was man meint, ist das gar nicht, ne? Eieiei. Ja, wir bleiben erst nochmal bei der Post, bevor wir zu den Urlaubern gehen, die Sie ja im Sommer auch mit rübernehmen. Nun habe ich ja gerade gesagt, heute ist es nicht mehr so wichtig, weil es auch E-Mails gibt und so weiter. Andererseits gibt es heutzutage Online-Shopping und jede Menge Päckchen und Pakete. Ja, Sind die Neuwerker da auch ganz eifrig im Bestellen? Das heißt, müssen sie da richtig viel rüberkarren jetzt? Ja, ich meine jetzt um diese Zeit, so Adventszeit, Vorweihnachtszeit, da ist natürlich sehr viel mehr in Paketen zu fahren, als wenn es jetzt in den Sommermonaten ist. Die Einkaufsmöglichkeiten auf Neuwerk sind auch recht eingeschränkt. Übersichtlich sind die. Ja, nun, das ist nun so, da wird viel über den Versand geschickt. Dann also Briefpost, was Sie schon sagten, durch E-Mails, Briefpost ist Schnee von gestern. Das meiste ist also 90% des Paketpostes, was wir fahren. Mhm. Ja, das bleibt ja nicht aus. Die können drüben nicht groß einkaufen. Die bestellen sich viel, die Insulaner. Ja, es ist ja viel einfacher für die jetzt, als es früher war, ne? Wo sie immer aufs Festland mussten oder einkaufen mussten. Ja. Aber so eben 24 Stunden Lieferdienst, das gibt es hier auf der Werk immer noch nicht, ne? Nee, in 24 Stunden ist es vielleicht in Cuxhaven, aber dann kommt der Weg nach Neuwerk und der kann dann schon mal eine halbe Woche dauern, bis sie wieder. Ja, das kann durchaus sein. Und wenn das Wetter uns einen Strich durch die Rechnung macht, dann kann das auch mal eine Woche 14 Tage nicht gehen. Ach, tatsächlich? Ja, wenn wir im Winter dann mal Eisgang haben, wenn die Insel so durch Treibeis vom Festland abgeschnitten ist oder wenn wir mal eine längere Sturmphase haben, wo das Wasser nicht richtig abläuft, da kann das durchaus sein, dass wir da mal 48 Tage nicht rüberkommen. Mhm. Und ein Hubschrauber wird eigentlich nur für einen medizinischen Notfall eingesetzt. Der fliegt jetzt nicht rüber, weil der Kaffee alle ist oder was, ne? Aber ich glaube, alle Insulaner sind im Winter darauf eingestellt, jedenfalls die auf kleineren Inseln leben, dass sie Vorräte haben, ne? Ja, natürlich. Heutzutage, so mit Kühltruhen und Kühlhäusern, da kann man natürlich mehr bunkern, als wenn es früher gewesen ist, ne? Mhm. Nur die Bestellungen, die kommen dann nicht so schnell. Ja, da müssen die teilweise mal drauf warten, aber das kennen die auch. Die meisten sind drüben geboren und die wissen dann, in Solana damit umzugehen. Müssen Sie die Sachen denn auf der Insel auch zustellen? Nein, das macht eine Neuwerker Familie. Also wir sind praktisch nur für den Transport zuständig. Wir fahren die Post rüber, wir fahren die 3 Stunden vor dem Cuxhavener Niedrigwasser los. Das wissen die auf Neuwerk dann auch, wann wir so in etwa ankommen. Mhm. Dann wird die Verteilung von einer Neuwerker Familie übernommen. Die fahren dann wirklich von Hof zu Hof, liefern Post ab, nehmen die Retourpost wieder mit. Das wird auf dem Hof gelagert und wenn wir dann wieder zurückfahren, nehmen wir die Post wieder mit zurück, die ans Festland soll. Und Sie können in der Zeit eine Tasse Kaffee trinken irgendwo? Ja, genau, eine Tasse Kaffee, die Pferde so ein bisschen klar machen und sowas dann. Ne? Ja, aber nur eine Stunde Zeit und dann müssen Sie wieder zurück, sonst ist es nicht zu schaffen. Ja, genau, also bei einem normalen Wetter. Wie gesagt, wir fahren 3 Stunden vor dem niedrigsten Wasserstand los. Wir fahren dem ablaufenden Wasser hinterher. Und bei langsam einsetzender Flut, da sollte man wieder auf dem Rückweg sein. Also viel länger als eine Stunde können wir nicht drüben bleiben. Im Sommer nehmen Sie zum einen Gäste mit an Bord der Wattwagen. Ne? Da sind Sie auch nicht nur mit dem einen Wattwagen unterwegs, sondern da fährt eine Kolonne. Ich glaube, es gibt 40 Wattwagen, die dann zwischen Cuxhaven und Neuwerk unterwegs sind. Ja, das sind so 10, 12 Unternehmen, die das hier anbieten. Ist natürlich eine Touristenattraktion, mit einem Pferdewagen durchs Wattenmeer nach Neuwerk zu fahren, zu einer Insel. Ja, klar. Mit dem Schiff kommt man zu jeder Insel, aber so mit Pferd und Wagen ist Neuwerk schon was Besonderes. Und das ist, wie gesagt, eine Touristenattraktion. Das ist eigentlich so ein Muss für jeden Cuxhaven-Urlauber. Einmal mit dem Wattwagen nach Helgoland, mit dem Wattwagen nach Neuwerk. Das wäre es noch. Nee, mit dem Schiff nach Helgoland natürlich. Ne? Mhm. Und Strandkorb. Das sind so die 3 Highlights, die man in Cuxhaven machen muss. Also die muss man machen, ja super. Ja.
Und dann gibt es aber auch die, die zu Fuß nach Neuwerk unterwegs sind. Der Weg ist ja ausgeschildert, ja. Ist auch lustig, ne? Die Schilder im Watt, das sind die Pricken und der ist beprägt. Der Weg ist ausgeprägt, was ich eben schon sagte, man kann nicht überall laufen und überall fahren. Wir umfahren die tiefen Stellen der Priele, deswegen geht es also nicht quer rüber, den direkten Weg können wir nicht fahren. Und der Weg ist mit so kleinen Buschbarken oder Prägen gekennzeichnet. Das heißt, wenn man so auf halber Strecke ist, gerade als Fußgänger, und plötzlich eine Nebelbank kommt oder Seenebel einsetzt, dann hat man eine Orientierung und was wieder nach Hause zu finden. Oh meine Güte, das ist ja albtraummäßig, wenn man da alleine im Bad unterwegs ist und da tritt plötzlich Seenebel auf. Passiert das häufig? Haben Sie das schon erlebt? Ich meine, wenn es einer erlebt hat, dann Sie, ne? Sicher, das passiert gerade so im Spätsommer, im Herbst, da kann das mal passieren, dass Nebel kommt, ne? Aber die Wattwagenfahrer, die unterwegs sind, das sind alles alte Hasen. Zum einen sind wir so mit Pferd und Wagen groß geworden und zum anderen, ja, durch die Erfahrung, die wir haben, kennen wir uns im Watt natürlich auch aus und nee, dass es da gefährlich wird, kann man so eigentlich nicht sagen. Ja, Sie können sich da orientieren, natürlich. Sie wissen genau, wo es lang geht. Aber wenn man da jetzt als Wattwanderer zu Fuß auf dem Weg nach Neuwerk ist und dann Seenebel auftritt, ist das schon. Ja, wobei 90% der Wattwanderer, die gehen mit einem Wattführer rüber in der Gruppe. Okay. Die Wattführer, die wissen im Watt auch Bescheid. Also da. Dass da jemand in Gefahr gebracht wird, das kann man eigentlich nicht sagen. Gab es das schon mal, dass Sie da unterwegs jemanden aufnehmen mussten, weil er es nicht mehr geschafft hätte, weil er zu spät losgelaufen ist? Das gibt's oft. Also im Sommer, da passiert es regelmäßig, dass wir Fußgänger wieder mit zurücknehmen, zumindest über die Priele rüber. Oder dass man die Fußgänger mal anspricht, so da halt euch mal, das Wasser läuft da auf, so eine Sachen. Ne? Ui. Ja, nun, denn viele gerade so bei gutem Wetter, wenn die Sonne scheint, wenn wir 25 Grad haben, dann laufen einige Leute los, ohne sich groß zu informieren. Ist jetzt auflaufend Wasser oder ist jetzt ablaufend Wasser? Die sehen Neuwerk, die sehen das Wasser und marschieren los, so richtig blauäugig manchmal. Ne? Und wissen gar nicht, dass das gar nicht mehr zu schaffen ist. Nö, das täuscht vielleicht auch noch mit der Entfernung. Na, man ist zu Fuß für eine Strecke etwa 3 Stunden unterwegs, das sind 12 Kilometer. Mhm. Und im Watt ist es natürlich auch ein anderes Laufen, als wenn man jetzt irgendwo mit Schuhen auf dem Gehweg läuft. Ne? Und auch als Fußgänger muss man durch diese Priele durch. Ne? Und da ist schon ganz schön viel Strömung drin manchmal. Ne? Ja, natürlich. Man muss es genau abpassen. Man muss so um die Niedrigwasserzeit durch die tiefsten Priele durch und dass man dann praktisch rechtzeitig auf Neuwerk ankommt. Ne? Mhm. Wenn man zu früh losläuft, sind die Priele zu tief. Dann kommt man gegen die Strömung nicht an. Und wenn man zu spät losläuft, dann läuft das Wasser schon wieder auf. Dann kommt man ins steigende Wasser. Das ist auch nicht ganz ungefährlich. Man muss also schon sich an das Zeitfenster halten. Ja, man kriegt richtig Respekt, wenn man Ihnen jetzt bei den ganzen Details zuhört. Also man sollte sich eigentlich nicht alleine auf dem Weg nach Neuwerk machen, sondern sich einem Wattführer anschließen, weil die bieten das nämlich an, diese Touren. Ja, genau. Wobei, wenn man sich an die Regeln hält, dann kann nichts passieren. Wenn man sich an die Gezeiten hält, an den ausgeprägten Wegen bleibt und das Wetter in Ordnung ist, dann kann nichts passieren. Das meiste passiert eben, wie gesagt, durch Blauäugigkeit. Und dann gibt es ja noch die Rettungsbarken. Jedenfalls während der Saison stehen die im Watt zwischen Cuxhaven und Neuwerk, in die man sich hinein retten kann, wenn man es dann doch nicht mehr zurückschafft. Diese Käfige, die da im Watt stehen sozusagen. Ja, da stehen 8 von diesen Rettungsbarken im Watt. Die sind von der Stadt Cuxhaven installiert worden. Die Watten werden beobachtet vom Festland aus. Es gibt da extra so Rettungsstationen. Die sind dann mit Amphibienfahrzeugen ausgerüstet. Das heißt, sie können auch mal mit einem Auto ins Watt fahren, auf Schwimmbetrieb umschalten, wenn das Wasser zu tief wird. Und dann werden Leute geholt teilweise. Ne? Mhm. Und diese Rettungsbarken, die sind mit Signalmitteln ausgerüstet. Es gibt ja mal Leuchtraketen und Nebelfackeln und sowas. Damit kann man sich bemerkbar machen. Und dann wird man eben geholt im schlimmsten Fall. Das ist schon ganz schön beruhigend zu wissen. Nun sind Sie ja Ihr Leben lang auf dem Weg zwischen Cuxhaven und Neuwerk unterwegs. Sie haben keine Idee, wie oft Sie da schon hin und her gefahren sind, ne? Nee, schon. Ich habe mit 15 angefangen, jetzt bin ich 62. Ja, da sind schon ein paar Touren zusammengekommen. Das ganze Jahr hindurch und in der Saison nahezu täglich, ne? Ja, da sind schon einige Touren zusammengekommen. Kann man so sagen, ja, ne? Und mit einer Engelsgeduld erklären Sie mir oder erklären Sie uns all diese Dinge, die Sie wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, wie oft erklärt haben, ne? Ja, das stimmt. Ja, oh mein Gott. Nein, das ist Routine für die Kutscher, das ist, ne? Man muss sich natürlich auch auf die Gäste einstellen. Man muss schon zuhören. Das ist teilweise,
wird man gefragt, wann fährt der nächste Dampfer nach Helgoland und wann fährt die Elbe-Fähre nach Brunsbüttel rüber, die ja nun nicht mehr fährt. Na, also viele Leute, die fragen also auch allgemeine Sachen dann, ne? Oder wann der nächste Wochenmarkt ist oder was weiß ich was denn. Ja, Allrounder müssen sie sein. Was fasziniert denn die Gäste am meisten, wenn sie mit ihnen unterwegs sind? Ja, zum einen ist es natürlich die Pferdewagenfahrt. Also das ist natürlich was Besonderes, mit einem Gespann über den Meeresboden zu fahren. So, und dann auch eben, dann heißt es wie, jetzt können wir hier fahren, vor 3 Stunden war hier dann noch Wasser, da habe ich hier mit der Luftmatratze rumgepaddelt. Ne? Also das, viele wissen gar nicht, dass der Tidehub hier in Cuxhaven 3 Meter beträgt, dass das Wasser auch so ganz schön hoch auflaufen kann. Ne? Mhm. Die können sich das dann gar nicht vorstellen, wo das Wasser dann so bleibt bei Niedrigwasser. Dann müssen Sie auch das noch erklären, die Entstehung der Gezeiten. Ja. Ja, man hat da natürlich auch Lust zu. Denn, ne? Das ist, man ein bisschen zu Wort kommen muss man als Coach schon. Ach, das ist ja gut. Sie lieben das auch ein bisschen zu erzählen, ne? Ja, sicher. Das kommt immer drauf an, wie die Leute drauf sind. Man kriegt das raus. Wenn die Leute interessiert sind, erzählt man auch mal was. Aber es gibt auch eine, die wollen ihre Ruhe haben, die wollen die Natur genießen, die wollen gar nichts wissen. So, das gibt es auch. Was ist das Außergewöhnlichste, was Sie erlebt haben mit dem Wattwagen und den Gästen? Ja, was heißt das Außergewöhnlichste? Das gibt also schon immer mal witzige Geschichten. Ich habe vor Jahren mal so einen Trupp Amerikaner auf dem Wagen gehabt. Das waren richtig so Bilderbuch-Amerikaner. Alle eine große Zigarre im Mund und einen Texas-Hut auf. Das waren so, wie man sich die Amerikaner vorstellt. Das war Richtung Herbst. Wir sind losgefahren. Es wurde kalt. Es fing an zu stürmen. Wurde regnerisch. Na, die wurden immer ruhiger, die Leute. Und irgendwann sagte der eine, nun weiß ich endlich, wie die Deutschen Urlaub machen. Ich möchte nicht wissen, wie sie arbeiten wollen. Ne? Ja, das war natürlich ganz witzig. Dann so, ne? Der hatte echt die Nase voll, der Bursche. Ja. Aber das kann auch mal sein. So ist jede Tour anders. Man hat jeden Tag andere Gäste drauf. Das Wetter ist immer anders. Na, das ist schon interessant. Jede Tour ist anders. Sehr schön. Und wann fahren Sie jetzt wieder los? Morgen früh um 8, haben Sie gerade gesagt. Ja, morgen früh um 8, 7:45, sowas soll es losgehen. Aber da wird mein Sohn den Wagen fahren. Mhm. Na, bei Clan gebe ich das Ruder jetzt ab und mein Sohn, der macht das jetzt. Ne? Und Sie sind noch im Hintergrund, wenn Fragen sind, aber erst einmal. Ach, wenn noch jemand gebraucht wird, dann springe ich ein und sonst soll Hendrik das machen. Aber ohne Nordsee können Sie auch nicht, oder? Wenn Sie Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus, da über dem Meeresboden unterwegs sind? Ja, ohne Nordsee. Das Wasser fehlt an den Dorf, wenn ich dann zum Beispiel mal länger weg bin oder mal ein paar Tage weg bin. Ja, wenn man wieder zu Hause ist, dann der erste Blick ist mal eben über den Deich, ob das Wasser noch da ist, ob eine Insel noch da ist. Klar, man guckt ja mal rüber, das ist ganz normal. Herr Brütt, danke, dass Sie uns mitgenommen haben auf dem Wattwagen und mit nach Neuwerk. Gerne. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt, wenn ihr eure Post einfach nur aus dem Kasten herausnimmt. Das, was Jan Brütt da macht, ist viel, viel aufwendiger. Wieder der Einblick in eine faszinierende Nordseewelt. Wenn ihr noch mehr Lust auf Meer habt, dann hört gerne in den Podcast rein, den ich zusammen mit Arvid Fuchs mache. Der erzählt von seinen Abenteuern, die er mit seinem Schiff Dagmar Orne zwischen Arktis und Antarktis erlebt hat. Seit 45 Jahren ist Arvid Fuchs als Abenteurer, als Segler unterwegs. Inzwischen würde ich sagen als Expeditionsleiter, weil jetzt macht er wirklich Abenteuer mit Tiefgang. Aber warum ich das so bezeichne, das erfahrt ihr alles in dem Podcast Expedition Ocean Change. Und Arvid Fuchs, der erzählt so spannend von dem, was er erlebt hat. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Die nächste Folge haben wir nämlich gerade aufgezeichnet und da erzählt Arvid von der unglaublichen Begegnung mit einem Eisbären, die er in der kanadischen Arktis hatte. Er war ganz alleine unterwegs, schlief nachts im Zelt, hatte den Schlitten ein bisschen entfernt vom Zelt aufgestellt, da war der Proviant drauf. Und dann wurde er wach und hörte diese Tapser im Schnee. Naja, Tapser ist ein bisschen zu wenig. Und es konnte nur ein Eisbär sein. Der Eisbär machte sich zunächst am Schlitten mit dem Proviant zu schaffen. Arvid griff nach seinem Gewehr, das er dabei hatte. Aber es war eingefroren. Er konnte nicht schießen, auch keinen Schreckschuss in die Luft absetzen. Und der Eisbär war immer noch da. Wie es dann weitergeht, das hört ihr in der neuesten Folge des Podcasts mit Arvid Fuchs, Expedition Ocean Change. Und die Geschichte mit dem Eisbär, die kommt morgen raus. Wo auch immer ihr zuhört,
Ich freue mich, dass ihr immer mit mir ins Meer geht und lasst es uns nächste Woche einfach wieder zusammen machen. Passt gut auf euch auf. Tschüss.